Das Unternehmen Schaeffer hat mit dem 23e nun auch einen elektrisch angetriebenen Hoflader im Programm. Wir konnten den Lader, dessen Basis das Hoflader-Modell 2345 ist, zusammen mit den Kollegen von der Top Agrar auf einem Milchviehbetrieb in der Nähe von Soest fahren. Nach dem Verlassen des Sitzes betätigt ein elektrischer Stellmotor automatisch die Handbremse. Die Betätigung des dritten Steuerkreises erfolgt proportional über einen Schalter am Bedienhebel. Außerdem kann er über einen separaten Kippschalter auf Dauerbetrieb umgestellt werden. Die Durchflussmenge wird dann über einen Drehschalter angepasst. Auf dem Kombi-Instrument lässt sich der aktuelle Ladestand der Batterien ablesen. In dem eingesetzten Lader waren zwei Lithium-Ionen-Batteriepakete mit insgesamt 13,4 Kilowattstunden Kapazität eingebaut. Sie speisen den 21 kW starken Elektromotor des Fahrantriebs sowie den rund 10 kW starken Elektromotor der Hydraulik bei einer Spannung von 260 Volt. Unter normalen Einsatzbedingungen kann der Lader so bis zu 5 Stunden betrieben werden. Neben dem normalen Fahrmodus, mit dem sich der Lader sehr agil und spritzig bewegen lässt, eignet sich der Eco-Modus vor allem für feinfühlige Aufgaben. Nach Umlegen eines Schalters wird so die Höchstgeschwindigkeit von 20 auf 15 km/h gedrosselt sowie die Antriebsleistung auf 11 kW begrenzt. Dies spart natürlich auch Strom. Alles in allem lässt sich die Arbeit sehr leise und vor allem sauber, ohne den Ausstoß von Abgasen erledigen. Im Stall mussten sich die Kühe allerdings erst an die fehlenden Motorgeräusche gewöhnen. Anfangs ist also etwas Feingefühl gefragt. Auch nicht zuletzt wegen der sehr direkten Bedienung der Maschine. Nach der Arbeit kann der 23E über das Onboard-Ladegerät innerhalb von 4 Stunden an einer 230 Volt Steckdose aufgeladen werden. Noch mehr interessante Details zum Schaeffer 23E lesen Sie im Fahrbericht in der Ausgabe 7/2019 der Profi.